Ding mit. Ach, was ist das Ding mit? Ich brauche eine bessere Sicht, um den Hinterhalt der Miliz zu vereiteln. Haben wir ihn? Ich weiß nicht, glaube schon. Fitz raus, find die Leiche! Nein, du gehst. Du wirst sie doch getroffen haben! Oh, war mein Fehler, das warst bestimmt du. Du bist immerhin der Scharfschütze. Ich bin eher der Nahkämpfer. Seid wach! Seid gerade eben. Also, warten wir einfach, warten, was passiert? Er ist wahrscheinlich eh tot. Natürlich ist er das. Wir sind Profis. Er hatte nie eine Chance. Genau. Wir sollten unseren Lohn einsacken und aus der Stadt verschwinden. Kann ich kaum erwarten. Ich hasse es hier. Es regnet ständig und es stinkt. Der Riddler hat eine Roboterarmee erschaffen. Er zielt weiterhin auf den Eingang. Ich persönlich hätte scharfe Munition benutzt. Alfred, was wissen wir über Simon Stagg? Mal sehen. CEO von Stagg Enterprises, ein auf fortschrittliche medizinische Forschung und Entwicklung spezialisiertes Unternehmen. Ich bin unterwegs zu Staggs Luftschiff. Scarecrow war auf dem Weg dorthin und das ist unsere einzige Spur zu Barbara. Die Bedrohungsanalyse zeigt, dass Founders Island mit Langstreckenradar und Raketenwerfern der Miliz beschützt wird. Sobald sie die Brücke überqueren, wird das Batmobil aufgespürt und angegriffen. Keine Sorge, Alfred. Ich gehe zu Fuß und bleib auf den Dächern. Such nach den Bauplänen dieser Luftschiffe. Sehr wohl. Mhm. Viel Erfolg, Sir. Also können wir den Wagen nicht benutzen. Schöne Scheiße. Mr. Cobblepot steht zu uns. So auch Mr. Nigma. Andere warten in den Schatten und hoffen auf dein Ende. Silver und... So, da sind... Sir, Staggs Luftschiffe sind festgemacht und gesichert. Wir holen ihn ran. Gut, geht rüber, findet Stagg und verhört ihn. Und Lieutenant, ich werde Ihnen eine weitere Einheit für den Wachdienst zuweisen. Wen bewachen wir? Scarecrow. Der Boss will an Bord kommen. Der Penner hätte in Bloodhaven bleiben sollen. Wird schon sehen, was er davon hat. Bist du angekommen? Nee, nie im Leben war der auch nur einmal in London. Er benutzt den Akzent nur, um bedrohlich zu klingen. Gottesbürger. Aber sonst geht's euch noch ganz danke, ne? Irgendwie wünsche ich mir schon, er wäre noch am Leben. Joker? Mann, du warst schon immer irre. Gib zu, waren lustige Nummern, die wir abziehen durften. Wenigstens weiß ich, dass ich am Ende des Tages noch leben werde. Von Ort zu Ort.
Wir fliegen, fliegen. Hab ich gesehen, Meldung. Batman hat keine echten Flügel, du Vollidiot. Außerdem kreischt er bestimmt nicht. Gotham City sollte der Ort, an dem sowohl Batman als auch eine riesige Fledermaus wohnen? Ich bitte dich. Die Miliz hat Stacks Luftschiff gekapert und einen Wachturm mit Geschützen errichtet. Sieht aus, als würden sie von dem zentralen Kommandopunkt gesteuert. Ich muss ihn ausschalten. Der Soldat ist mit einem Gerät ausgerüstet, das meine Detektivmodus-Systeme orten kann. Wenn ich sie zu lange einsetze, kann er meine Position bestimmen und seine Leute warnen. Okay. Stell dir Stacks Gesicht vor, als wir ihn harponiert haben. Aber hallo, glaubt ihr wohl, er wäre sicher auf dem Luftschiff? Wer fliegt denn auch bitte in einem Luftschiff rum? Da kann man ja gar nicht vorbeischießen. Was macht er überhaupt in Gotham? Er wusste doch, was passieren würde. Jeder in der Stadt wusste es. Hat sich vielleicht von seinem Hierbleiben Profit versprochen. Der ist auch nur ein stinkreicher Parasit. Wer ist jetzt Special? Nach oben. Funktioniert das Ding ja doch. Ich versuche das Signal zu orten. Das Signal ist weg. Schlägt hart zu. Kuppel haut stärker zu, schnappt ihn euch. Wir können nichts für ihn tun. Wir verteilen uns und nehmen Rache.
Ohne diese Drohne sind wir aufgeschmissen. Ich vertraue nur dieser Waffe. Du solltest besser auch anfangen, so zu denken. Gute Nacht. Okay, ich habe die Milizen ausgeschaltet. Jetzt muss ich den Turm deaktivieren. Sollte jetzt nicht das Problem sein, oder? Machen, reinsprühen und das sollte es dann da gewesen sein. So. Bin bei den Luftschiffen. Was hast du gefunden? Nun, auf den Blaupausen ist eine Luke zu sehen, die von der Oberseite des Schiffs aus erreichbar sein sollte. Mr. Stack liegt wohl viel am Schutz seiner Forschung. Die Sicherheitsvorkehrungen dürften hoch sein. Danke, Alfred. Lucius, wie kommen Sie mit dem Distanz-Hacking-Gerät voran? Ich werde es bald brauchen. Vielleicht sollten Sie Hellseherei in die Jobbeschreibung aufnehmen, Mr. Wayne. Ich lade die neueste Entschlüsselungssoftware in das Terminal im Lager im Wayne International Plaza. Dort können Sie sie abholen. Ihr seid im Vorteil, Nordstein! Okay. Oben. Dieser Ort sollte schon längst mit Gas überflutet sein. Turmverteidigung. Setze dein Können im Flow ein, um meine Bandelschläge auf der Dachterrasse des Wayne Plaza zu besiegen. Kombiniere deine Ausrüstung und Kampfmanöver bis mögliche Wirkung. Das nicht mit anhören musstet. Gott sei Dank, Gott sei Dank, Gott sei Dank. Das war widerlich. Sicherheitscode und Multi-Hack-Gerät. Löst umliegende Objekte und Fallen aus der Ferne aus. Cool. Fortfahren. Oben auf dem Luftschiff ist eine Wartungsluke. Ich kann mit dem Distanz-Hacking-Gerät hineingelangen. Innen verriegelt. Wenn ich die Kontrolltafel finde, kann ich die Sicherheitsprotokolle mit dem Distanz-Hacking-Gerät überbrücken.